Hey Leute, willkommen zurück zu Slay the Spire. Beim Messschieber hatte ich letztes Mal echt so einen kleinen Hänger, weil ich glaube, ich habe den... Ich muss den schon mal irgendwo gesehen haben, aber der kam mir irgendwie schon fast neu vor. Ich hatte den gar nicht mehr irgendwie auf dem Schirm. Aber ja, ne, wenn ich halt... wir verlieren halt... Wenn wir 20 Block hätten, würden wir 15 Block verlieren, aber die 5 Block von... würden wir dann behalten. Ich hatte erst das komplett falsch eingeschätzt. Aber gut. Dann machen wir jetzt wo weiter? Also, ich würde halt schon... Also, wir machen ja auch ein bisschen Damage so mit den Sachen. Damit können wir ja schon ein bisschen Schaden machen. So ist es ja nicht. Wir haben 132 Gold. Hier wird es direkt schon einen Shop geben. Aber ob ich das jetzt wirklich machen möchte, es steht auf einem anderen Blatt. Da oben hätten wir halt auch... Hier haben wir eine Menge Events auf der Seite so ein bisschen. Könnte ich mich halt versuchen durchzumogeln. Aber ich glaube, ich bräuchte halt auch noch ein paar Karten. Deswegen, ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee wäre, direkt da... Obwohl, da haben wir auch zwei Elite-Gegner. Da müsste ich halt eher schauen, dass ich sage, okay, wir gehen hier lang, nehmen ein paar normale Kämpfe mit und dann hätten wir das da so. Weil hier habe ich halt vom Elite auch überhaupt gar kein Lagerfeuer. Ich mache das lieber auf die vorsichtige Art und dann können wir auch einen Shop mitnehmen. Und vielleicht kriegen wir da auch noch gute Karten jetzt hier, vor allen Dingen mit dieser zerbrochenen Krone. Würde ich halt eigentlich immer Shops mitnehmen, sobald ich ein bisschen Gold habe, um einfach die Chance zu erhöhen, dass wir auch bessere Karten kriegen. So, das hier ist jetzt ein bisschen blöd. Ich könnte halt jetzt mal hier den Trank schon mal nehmen. Dann haben wir hier auch ein bisschen... Dann spiele ich zweimal verteidigen. Jetzt schon die lebende Wolke. Und dann können wir das auch blocken. Und er hat ein bisschen Gift. Aber gut, ich denke mal, ich werde wahrscheinlich... Ich kann es halt nicht sagen, aber wahrscheinlich werde ich nicht auf Gift gehen. Lebende Wolke habe ich auch nur... Ja, ist super, ne? Für mehrere Gegner mitgenommen. Vielleicht ein bisschen für Giftschaden dann. Aber in erster Linie halt für den Debuff. Und jetzt hätten wir hier direkt ein paar Sachen. Okay, du würdest 7 Damage machen. Ich glaube, die würde ich dann mir sogar fangen. Und ich muss auch dran denken, dass ich Würgen vor sowas wie Verteidigen spiele. Dann spielen wir jetzt nämlich Würgen. Einmal den Jürgen Würgen. Und... ausgeklügelt brauche ich jetzt aber für den Kampf auch nicht wirklich Akrobatik. Wir haben nur eine Energie, dann haue ich da jetzt nochmal drauf. Okay, das ist ein bisschen... Messer hätte ich auf jeden Fall jetzt gerne. Das Problem ist nur... Ja... Wow, okay. Es reicht doch. Schneller Hieb. Karten ziehen. Ja, wir haben was zum Karten ziehen. Ich würde hier drauf verzichten, auch wenn das ein bisschen weh tut, weil das immer nur eine Karte ist zur Auswahl. Es tut echt ein bisschen weh. So. Der Fußfeger ist super. Beinarbeit ist auch super. Könnten wir direkt beide auch kaufen. Zerlöchern wäre natürlich mit Terror schon ganz nett. Und diese anderen Sachen hier, edles Kissen wäre auch ganz nett, aber ich glaube, ich brauche Karten. Max, oh, Fruchtsaft ist natürlich auch super, verdammt. Oder ich kaufe mir einen Fruchtsaft und einen Fußfeger. Dann würde ich erstmal auf sowas wie Beinarbeit verzichten. Ich glaube, wir machen das dann so. Ich werde dann auch keine Karte entfernen. Schnitt wäre aber auch... Schnitt wäre auch gut. Schnitt wäre auch gut. Durch diesen Zusatzschaden, dann wäre das 10 Damage mit der Karte. Für 0. Ach, ganz ehrlich, ich verzichte. Ich verzichte jetzt absichtlich auf den Fruchtsaft. Ich kaufe mir hier den Fußfeger. Ich kaufe mir jetzt hier... beides geht leider nicht, aber ich kaufe mir Schnitt. So, dafür reicht es dann nicht mehr. Dann müssen wir damit leben, so. Dann können wir noch ein bisschen mehr Schaden machen. Und mit Fußfeger haben wir ja auch was für die Defensive. So, bei denen hier ist das jetzt so ein bisschen schwierig. 11. Ja, ich könnte... Ja, trotzdem, ne? Ich habe kurz überlegt, ob ich Karten ziehe. Aber ich habe halt eh nicht so viel Energie. Das hätte es dann auch nicht mehr gebracht, so. Wir haben jetzt hier Terror. Wir haben Würgen.
Die wollen beide wieder Schaden machen, da würde ich halt direkt auch lebende Wolke vielleicht schon spielen. Oder ich nehme jetzt erstmal hier das, dann einmal würgen, das wäre halt schwierig. Das würde vermutlich nicht reichen, ne? Aber ich muss die kaputt machen, das reicht nicht. Ja komm, das Spiel einmal verteidigen. Damit machen wir dann ja auch noch zusätzlich Schaden, so. Okay, stirb, stirb, stirb ist jetzt schon mal ganz nett. Jetzt habe ich Schnitt. Ich spiele jetzt erstmal die Karte. Dann bist du nämlich schon mal raus. Dann haben wir hier... Ich müsste das hier eigentlich sogar nochmal blocken. Weil das echt ein bisschen viel Schaden ist für meinen Geschmack. Jetzt ist nur die Frage, ob das jetzt verschenkt war, so ein bisschen. So, wir haben Neutralisieren. Spiele ich auf jeden Fall. Wir haben Jagd. Spiele ich auch auf jeden Fall. Dann haben wir Messertanz und dann können wir dich erledigen. Ich habe Messertanz auch immer so ein bisschen unterschätzt, weil ich denke, mir dann denke, okay, es sind dann halt immer nur so 4 Damage standardmäßig, aber man hat ja schon 4 von den Dingern dann. Und dann sieht das schon wieder ganz anders aus, selbst wenn die da nur 4... Damage machen. Gut, wir haben 19 Karten. Ich gehe jetzt mal links lang. Och, nee. Das könnte unangenehm werden hier. Ich will ehrlich gesagt nicht gegen die kämpfen. Aber ich will auch nicht... Nee, ja komm, wir kämpfen. Dann machen wir das so. Okay, so. Die Frage ist nur, wen verpasse ich hier am besten an Terror? Da bin ich gerade so ein bisschen... Ich könnte natürlich versuchen, dich direkt schnell auszuschalten mit Terror. Wäre halt schon mal eine Idee. Oder ich nehme hier... Ich nehme jetzt noch den Schnelligkeitstrank und wir kriegen... Stirb, stirb, stirb. Das ist schon mal sehr nett. Ansonsten hier den Fußfeger. Dann würde ich den erstmal nehmen. Und... Ja, ich spiele mal... Ich spiele mal bei... Dir Terror und dann spielen wir einmal stirb, stirb, stirb. Und ich bin jetzt positiver Dinge, dass wir die direkt oder zumindest einen hier schon mal rausnehmen könnten. Und wir haben die lebende Wolke. Das ist doch schon mal sehr nett. So, dann gehe ich direkt auf dich hier. Dann haben wir noch einen Schlag und noch einen Schnitt. Und einmal verteidigen. Das macht absolut den Unterschied. Verdammt, dann müsste ich mich halt echt am Lagerfeuer dann wieder hochheilen. So, wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal würgen. Und ich glaube, dass ich könnte dich halt ausschalten. Beziehungsweise wir könnten das einmal so machen. Und einmal verteidigen spielen. Dann bist du nämlich schon raus. Kriegen wir jetzt leider nochmal Schaden. Ja, damit hatte ich schon irgendwie gerechnet, dass das hier bei denen wehtun wird. Aber okay. Was halt auch noch nett wäre, die Machtkarte, die pro Angriff Gift auf, einmal ein Gift auf den Gegner packt. Das würde ich halt auch noch gerne mitnehmen. Rote Maske kann okay sein. Ja, das ist halt dieses Problem jetzt hier mit dem Block und dem Messschieber. Deswegen ist das halt absolut keine Option. So, was haben wir hier? Ich nehme das jetzt mal mit. Wir beginnen den Kampf mit Einstärke. Das ist ganz... Ja, das passt schon. Das passt auf jeden Fall schon. Wir haben 31 Leben. Und wenn ich jetzt zum Elite da gleich gehe, dann hätte ich gerne... Dann würde ich gerne ausgeruht in den nächsten Elite-Kampf gehen. So, die sind erstmal geschwächt, das ist schon mal super. Wir haben hier direkt auch lebende Wolke. Und die spiele ich jetzt auch schon mal. Dann spielen wir einmal verteidigen, dann verpasse ich dir Terror. Ja, das tut direkt aber auch schon weh. Okay, dann hätten wir auf jeden Fall einmal... Ich nehme jetzt einmal würgen. Ich nehme jetzt einmal stirb, stirb, stirb. Dann haben wir hier nochmal neutralisieren und einen Schlag und dann bist du schon mal tot. Auch wenn wir von denen jetzt wieder kassieren. Bräuchte halt echt noch so... Fußfeger ist ja schon nett.
Aber ich bräuchte noch so ein bisschen mehr. Also das hier würde ich halt schon gerne dann alles wegblocken. In dem Moment. Dann hau ich dich jetzt erstmal weg. Toll, jetzt würdest du so viel Schaden machen. Das wären 16. Dann knipsen wir dich aus. Spielen wir Messertanz. Dann hast du noch so viel. Es reicht halt so noch nicht. Okay, dann... Es reicht aber für beide. So, geschmolzenes Ei. Ja, Angriffskarten sind schon super. Geschicklichkeit 4, das ist natürlich auch schon krass, ne? Vorpreschen, 13 Block, 13 Schaden und aufgewertet. Die nehme ich auf jeden Fall auch mit. Und da muss ich leider... Ja, das Gute ist, sie war halt aufgewertet. Ich glaube, Moment, das war doch auch... Eine Angriffskarte, genau. Das ist halt das Gute daran. Dann brauche ich vielleicht auch gar nicht die Lagerfeuer großartig, um dann Karten aufzuwerten, sondern wir können das dann so ein bisschen umgehen. Kann ich auch die Lagerfeuer ganz bequem für Heilung nutzen? Ein Fächer. Das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Den Fächer. 3x2. Das ist schon besser hier mit der roten Maske, als ich halt schon immer so dachte, ne? Weil es ist ein Schwach zu Beginn des Kampfes auf alle Gegner. Aber es kann ja auch mal gut passieren, dass man da so 3-4 Gegner hat und die machen alle am Anfang Riesenschaden. Da kann man erstmal schon eine ganze Menge Druck rausnehmen. So, ich spiele Würgen. Und ich könnte jetzt auch schon Jagd spielen. Oder wir spielen ja wohl... Ja komm, dann machen wir das so. Dann spielen wir nochmal Verteidigen. Können wir zwei Karten spielen, dann machen wir so nochmal ein bisschen Schaden. Obendrauf, dann nehme ich Jagd jetzt mit. Leib nehme ich nicht mit. Warum nur nicht? Ich weiß auch nicht. So. Neutralisieren. Lebende Wolke. Ich hau da jetzt direkt alles drauf, was geht. Das hauen wir drauf. Dann... Ha, das ist jetzt ein bisschen blöd. Also Schmidt spiele ich auf jeden Fall auch. Den guten Schmidt. Und... Ja komm, dann ja, kann ich jetzt leider keine Karte mitnehmen. Das ist natürlich das Doofe. Wenn ich dann so eine Karte habe, wo ich was abwerfen muss, dann klappt das natürlich nicht. Okay, Fußfeger ist jetzt schon mal ganz brauchbar. Messertanz nehme ich jetzt auch direkt schon. Das könnte noch sehr lustig werden, da mit mehr Block. Ich nehme Akrobatik mit. Und ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, wir haben jetzt auch Vorpreschen noch mit drin für 13 Block mal eben. Davor und vor Fußfeger war das halt noch ein bisschen schwach, was Block angeht. Aber so finde ich das eigentlich schon ganz okay. So, wir spielen Vorpreschen auf jeden Fall. Dann können wir das blocken. Dann haben wir hier das Spiel stirb, stirb, stirb und einmal einen Schlag. Und der Rest, ja komm, dann nehmen wir die zwei mit. Und das Gift macht ja dann auch noch ein bisschen Schaden. Jetzt wäre es natürlich interessant, einmal Akrobatik zu spielen. Und wir sehen, wir bekommen Messertanz. Ach verdammt, das waren echt jetzt echt zu viele Karten. Das bin ich auch absolut nicht mehr gewohnt, so viele Karten dann auf der Hand zu haben. Ja, zwei Heilungen. Gut, Taktik. Ja, nee, das ist mir. Ich habe jetzt auch nicht so ein Deck wirklich mit Abwerfen. Also Karten abwerfen, da habe ich jetzt auch nur eine Karte und... Oh, der Foliant. Nee, mit 48 Leben machen wir das nicht. Und hier haben wir einen Kampf. Gut, aber wir heilen uns dann auch um 2. Jetzt darf ich nur nicht mehr Schaden kriegen. Okay, dann hauen wir mal direkt drauf. Und verteidigen würde ich dann einfach mal mitnehmen. So, 8x3. Wir haben Fußfeger, neutralisieren, Terror. Das ist ja schon mal sehr nett, auch wenn wir jetzt weniger... Blocken spiele ich das jetzt auf jeden Fall erstmal alles komplett soweit. Schlag nehmen wir mal mit. Okay. Ja, gut, ich kann das so machen. Können wir jetzt trotzdem mal angreifen, so ein bisschen. Und dann würde ich halt Akrobatik und Verteidigen mitnehmen. Ich habe kurz überlegt, ob ich Akrobatik schon spiele, um vielleicht dann schon,
Würgen zu kriegen, aber dann hätte ich generell schon wieder weniger Energie und ja, nee. Ja, nee. So, wir machen das einmal so. Dann ist jetzt die Frage, du bist auf jeden Fall noch, du bist verwundbar und du bist schwach. Das wären 12 Damage. Dann würde ich, ja, wir können jetzt auch nicht so viel blocken. Wir machen aber, ja, Schaden wäre schon okay, sage ich mal. Dann nehme ich lieber die Messer, glaube ich. Ja, genau, dann können wir dich nämlich auch erledigen. Rauchbombe ist super. Fluchtplan. Davon bin ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht so wirklich ein Fan. Da müsste ich halt schon sehr viele Fertigkeiten oder Fähigkeiten, wie auch immer, haben, damit ich auch Block bekomme. Ansonsten eine Karte ziehen für 0 ist halt schon nett, ne? Aber ich denke mir dann, wenn ich sowas sehe, für sich allein genommen, das füllt mir nur das Deck auf mit solchen Karten, die ich in den meisten Fällen vermutlich im ersten Moment eh nicht so richtig brauche. Das ist schon mal sehr interessant. Ich würde mir fast stirb, stirb, stirb erst nochmal aufheben. So. Dann spielen wir einmal Verteidigen, einmal Messertanz. Sobald ich Terror auf irgendwen habe, würde ich halt dann stirb, stirb, stirb nehmen. Weil ich kann die halt auch nur einmal spielen. Okay, wir haben Würgen. Wir hätten jetzt hier sogar Terror, aber du machst halt auch Schaden, deswegen... Ja, komm, nehmen wir Fußfeger. Du heilst dich jetzt. Aber 24 sind jetzt auch nicht so viel. Gut, bleibt die Frage lebende Wolke oder ich... Ja, komm, ich nehme lebende Wolke. Dann hauen wir dich. Dann beenden wir den Zug. Und dann müsste ich dich jetzt eigentlich schon erledigen... fast erledigen können. So oder so ähnlich. Ist jetzt auch alles wieder ein bisschen blöd hier. Ja, gut, ne? Ich kann halt das hier spielen. Ich kann... Das bringt halt geil. Dann greife ich dich jetzt einfach mal an, weil, ne? Das muss ich ja nicht komplett ins Block hauen. Dann machen wir das so. Okay, du hast noch 19. Also jetzt aber bitte. Wir haben Würgen. Nehmen wir auf jeden Fall. Dann spielen wir stirb, stirb, stirb. Und dann bist du raus. Du machst jetzt 8 Damage und... Ja gut, wir würden 7 Schaden machen, aber ich... Ja, ich nehme trotzdem die 3 Block. Gut, ich hätte auch einen Trank nehmen können, aber... Ja, nee. Für so ein bisschen Schaden mache ich das dann eher nicht. Okay, jetzt haben wir Terror. Das ist schon mal ganz nett. Dann haben wir jetzt hier Messertanz. Und dann kriegen wir so auch noch Block. Dann können wir auch noch Jagd spielen und du bist tot. Kultistentrank. Oh, das ist halt, ne? Das könnte beim Bosskampf auch sehr gut sein. Füge pro Fertigkeit auf deiner Hand 6 Schaden hinzu. Okay, das ist halt auch jetzt die Frage. Also das könnte man noch nehmen, wenn ich die halt mit einer Menge Blockkarten auf der Hand bekomme, könnte sich das schon rechnen. Und wir haben... Ich nehme die mal mit. So, dann haben wir da noch einen Shop. Wir haben 186. Dann gehen wir auf jeden Fall zum Shop. Dann haben wir hier die Bombe. Bombe ist ja generell super. Panikknopf nehme ich auf keinen Fall wieder mit. Nee. Eine Leichenexplosion oder ein schrilles Heulen wäre halt auch schon echt krass, auch wenn sich die Karte erschöpft. Gut ausgeklügelt ist im Angebot. Ja, danke. Das würde ich jetzt nicht nehmen. Tückischer Schlag. Ja, nee, nicht so richtig, nee. Leichenexplosion wäre halt... Das wäre halt auch eine Option, ne? Das ist halt jetzt die Frage. Entweder schrilles Heulen oder Leichenexplosion. Aber ich glaube, ich nehme jetzt hier echt mal... Ich nehme Leichenexplosion. So, wir haben 47 und... Wir haben ein paar Tränke, so ist es ja nicht. Aber gut, damit kann ich nichts anfangen. Kultistentrank ist schon ganz nett. Was könnten wir denn noch schmieden? Also sowas, das wären halt 14 Block und 3 schwach. Das wäre natürlich auch krass.
9 Gift. Ja, gut, das macht jetzt auch nicht so den Unterschied. Und macht ja voll den Unterschied. Also wenn, dann würde ich halt echt nochmal sowas nehmen wie Fußfeger. Zum Aufwerten. 7, ja, wir müssten eigentlich mit 47 Leben hinkommen. Vor allen Dingen, ich habe jetzt so viel Karten mit, womit ich den Gegner schwächen kann. Ich probiere das so. Was soll denn schon schief gehen? Stellt sich jetzt natürlich die Frage, ob ich vielleicht Ritual hier bei dem nehme oder mir den noch aufhebe. Aber ja, im schlechten Fall ist das dann, geht das voll in die Hose, um es mal so zu formulieren. Ja, und du hast Artefakt, da muss ich sowieso ein bisschen aufpassen, was dann Terror angeht. Machen wir das so, dann können wir den vielleicht auch schneller erledigen und ich werde mir dann Stirb, Stirb, Stirb für später aufheben, wenn wir ein paar andere Karten haben. So, wir hätten jetzt hier, ich würde sagen, wir spielen erstmal, ich würde schon gerne erstmal einen von denen dann auch rausnehmen. Aber wir spielen auch gut ausgeklügelt, Messertanz. Und dann hauen wir dich direkt raus, weil den Count, klauen die mir die falschen Karten, mein Gott. Ich habe jetzt schon ein paar Zweierkarten. Also es wäre schon so eine Sache zu sagen, okay, ich guck mal, dass ich vielleicht noch irgendwie mehr Energie zusammenkriege. Terror ist halt, wie gesagt, ein Problem. Ich nehme jetzt einfach mal, ja gut, ich kann das so machen. Dann hast du noch einen. Dann würde ich sagen, ich nehme hier einmal Fußfeger bei dir. Dann ist es weg. Dann nehmen wir einmal lebende Wolke. Und Terror spiele ich jetzt noch nicht. Beziehungsweise wir nehmen Terror mit. Gerade weil ich auch Karten mitnehmen kann, bräuchte ich halt vielleicht doch noch ein bisschen mehr Energie. Und Wurfpfeil ist natürlich super, wenn ich eine Menge Karten habe und dann auch noch Karten ziehen kann, irgendwas in der Richtung. Dann verpasse ich dir jetzt erstmal Terror. Und wir spielen, schon mal Schnitt, einmal Akrobatik. Und wir schmeißen, das ist eine Fertigkeit, ich schmeiße jetzt einfach mal den Schlag weg. Leichenexplosion wäre halt jetzt auch eine Maßnahme. Oder ich versuche den Schaden zu blocken. Ich würde aber trotzdem mir eher den Schaden fangen wollen. Da will ich dir jetzt nämlich Leichenexplosion verpasse. So, dann nehmen wir das noch mit. Dann nehmen wir Überlebenskünstlerin mit. Dann tut das schon mal ganz gut weh. Aber wir haben jetzt auch nur noch 27. Aber wir kriegen immer mehr Stärke. Von daher, Schnitt macht jetzt schon 15 Damage alleine. Also wenn, dann müsste ich so Schnitt einmal nehmen. Einmal Wurfpfeile bei dir. Dann bist du raus. Du hast jetzt Terror. Wir haben jetzt hier auch schon, Moment, verwundbar. Du hast jetzt aber auch keinen Fuß, kein Schwach irgendwie drauf. Also das hätte ich gerne bei dir schon dann drauf. Jetzt spielen wir einmal Messertanz. Und wir nehmen mal Stirb, Stirb und Stirb und Überlebenskünstlerin mit. So, 30. Sowas hatte ich nämlich mir schon gedacht. Dann nehmen wir Neutralisieren. Und auf jeden Fall Vorpreschen. Macht mal eben 36 Damage. Und ich spiele noch Überlebenskünstlerin. Schlag kommt mal weg. Stirb, stirb, stirb. Spiele ich jetzt auch schon. Das sind dann auch nochmal 36 Damage. Und bei Zeit muss ich dann mal gucken, dass ich einfach Leid entferne. Aber Leid sehe ich jetzt erstmal nicht so als Problem. Deswegen habe ich das eben auch nicht entfernt. So, das sieht doch gut aus. Leichenexplosion brauchen wir jetzt nicht. Wir können Würgen nehmen. Neutralisieren. Und du bist neutralisiert. Oh Wunder. 95 Gold Schnelligkeitstränke. Kommen hier aber diesmal echt viele Schnelligkeitstränke. Ah, das ist halt auch so eine Sache mit dem Ding. Das ist halt super. Wenn man Kampf schnell beenden kann. Wenn man das nicht kann,
dann ist das nicht mehr so toll. Ich nehme mal Geistform mit und guck mal, dass ich das irgendwie dann auch entsprechend nutze. Alle Schläge und Verteidigung transformieren. Nee. Das wäre okay für mehr Energie. Snacko-Auge sehe ich jetzt auch gar nicht mal so als das Problem an, weil... Also das Snacko-Auge kann ja den Wert zwischen... Ich weiß nicht, ist das zwischen 0 und 3 oder zwischen 1 und 3 verändern? Und ich habe ja schon ein paar... Ich habe ja, ein paar Zweierkarten. Jetzt auch nicht um... Hier auch Dreierkarte. Die können zum Beispiel dann auch nur 1 kosten. Aber so was ich hier habe... Ich habe eine Menge Card-Draw. Ich habe ein paar Nuller-Karten. Ich würde halt gern immer Würgen spielen und dann möglichst viele Karten danach. Das heißt, ich glaube, ich nehme dann wirklich Stein der Weisen, um einfach noch mehr Energie zu haben dann in den Kämpfen, um mehr Angriffe spielen zu können. Dann fallen die auch schneller um. Und mal gucken, wie lange das gut geht. So, das ist Jenseits. Ich weiß echt nicht, wie ich das bisher die Karten so einschätzen soll. Es sind auch schon wieder 24, aber ne, wir haben auch Cardra da so ein bisschen mit drin. Gut, wir machen nächstes Mal weiter. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir und bis bald.